Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Man X im Zeichen der Wonderlog Challenge. Beim letzten Mal habe ich mal weitergespielt. Level Cap ist Level 48 für diese Arena. Ich habe jetzt die nächste Arena noch nicht geguckt. Ist mir auch relativ egal. Was ich aber noch gucken möchte, ist, ob wir noch irgendwelche Käferattacken haben. Einmal ganz nach oben bitte. Danke. Weil... Genau, undicht ist auch gut. Raub, naja. Slamok werde ich sicher nicht einsetzen. Oder Geist ist auch... Einmal kurz verklickt. Gegenstoß. Der lädt die Attacke auf. Handelt das... Was? Handelt das Ziel vor dem Angreifer, verdoppelt sich die Kraft. Könnte für Flunkiefer eigentlich ganz gut sein. Ja, Flunkiefer hat so schon gute Attacken. Kiefer haben wir Plage. Plage, ganz wichtig. Nee, ich spiele kein Portrott hier. Das bringt mir nichts. Gut, haben wir nichts. Dann, Leute, lasst uns durchstarten. Wir gehen in die Arena. Das rocken wir jetzt mit ihm, das Ding. Denn wir sind stark. Und vor allem, unser Level ist schon so gut, wir sollten eigentlich gar keine Probleme haben in dieser Arena. Und wie ich schon im letzten Part sagte, es tut mir leid, wenn die Audioqualität echt Käse ist. Aber mein T-Bone ist, wie gesagt, kaputt. Und ich habe im Moment nicht vor, mir ein neues zu kaufen. Also ein neues Standmikrofon. Ich werde sowieso, wenn ich mir wieder ein neues hole, mich von meiner Dose verabschieden, wo das vorher immer drin war. Sondern würde mir dann auch gleichzeitig so ein Griffding holen. So ein... Wow. Erstmal Kokowai. Ist klar. Okay, du bist eine Psychopflanze. Kann ich was gegen dich machen? Ich könnte dich paralysieren. Boah, Level 46, paralysieren wir dich mal eben. Einfach aus Sicherheit. Psychoschock. Oder Psychoschock? Psychoschock? Jo. Das hat verdammt wehgetan. Gehen wir direkt auf Landtouren? Nö, wir können auch Mewai benutzen. Der Mewai hat auch den Feuerzahn, dementsprechend können wir gegen Kokowai da auch was machen. Ja, und dann hoffen wir, dass wir in der Arena gut rocken können. Psychoschock, war das physisch oder speziell? Keine Ahnung. Er muss auf jeden Fall erstmal aussetzen. Das ist doch nice. Ach, wir haben auch den Knirscher. Mal Feuerzahn. Ist beides sehr effektiv. Hab ich ganz vergessen. Das heißt, Flunkiefer und unser Landturm werden in diesen Arena-Battle unsere MVPs werden. Und Psycho ist sogar nicht effektiv. Das ist gut zu wissen. Flunkiefer macht sich ziemlich gut hier gerade. Cool. Jo, hat überlebt. Egal, wir kriegen erstmal fett an ab. Wir müssen aber aufpassen, ne? Wir. Ah, höchstens. Level 47 ist nämlich unser. Ah, ich hätte besser Landturm ein. Mein Gott. Wobei Landturm wäre wahrscheinlich gut gewesen, dann wäre mit einer Pflanzenattacke gekommen. Und dann hätte ich nämlich ein Problem gehabt. Wow, das wäre fast ein Level-Up gewesen. Jetzt dürfen wir erstmal heilen, weil ich viel zu angeschlagen bin. Das nach dem ersten Kampf schon. Ich meine, Kokowai ist auch eine Hausnummer. Kann man sagen, was man will. Einmal Doppelgenesung. So. Aber ich bleibe erstmal bei Serpi Royale. Denn ich versuche ja trotzdem weiterhin gleichmäßig und ausgewogen zu leveln. Nix wie ab zum Arena. Ach, die Arena ist so geil da. So geil gemacht. Boah, ich liebe diese Arena. Ein Style ist hier auf jeden Fall Bombe. Okay, da ist nix. Teleportation! Da muss ich gerade hier an. Wie heißt der nochmal? Suzo von Monster Rancher denken. Dieses einäugige Vieh, was immer Teleportation benutzt hat. So, Thema für heute: Pokémon Go. Ich weiß, das wird den meisten schon zum Hals rausnehmen, das Thema. Weil die meisten das ja nicht spielen. Aber ich spiele es nach wie vor und ich liebe dieses Spiel. Ich habe meinen nationalen Pokédex endlich vervollständigt. Mir fehlen nur die regionalen Pokémon. Und, ach, den hätte ich aus dem Weg gehen können. Die regionalen Pokémon fehlen mir, also Tauros, Kangama, Purenta. Ansonsten habe ich den Kanto-Pokédex voll. Bin jetzt fleißig in Generation 2 sammeln. Hab schon einiges zusammengekratzt. Das macht richtig Laune. Aber diese Items, um jetzt... Kampf, ne? Kannst Turmkick, das tut weh.
Aber diese Items um Sichlor und. Oh, das setzt wirklich Turmkick ein. Florges sollte das eigentlich ziemlich gut aushalten. Hier, Metallmantel, Upgrade, Kingstein. Die sind so selten, diese scheiß Items. Ich krieg da echt langsam die Krise. Ach du, ich habe einen Beulenhelm, haha. Und da du Kampf bist, kriegst du auch noch richtig schön Schaden durch meinen Zauberschein. Wow. Ohne Gnade einfach erledigt. Ja, hier müssen wir jetzt echt langsam aufpassen, ne? Also, Level 47. Ich meine, Level 48 dürfen meine Pokémon erreichen und sobald sie Level 49 sind, darf ich sie einfach nicht mehr benutzen. Das ist Tatsache. Und so zerbröselt der Keks nämlich nun mal. Na, Tränke habe ich noch genug. So. Oh, ich sitze hier so fucking unbequem. Ja, ich sitze ja nicht hier. Ach, ich kann mich auch anders hinsetzen. Ich habe doch. Ja, ich habe ja nicht mehr meinen T-Bone, deswegen kann ich mich jetzt auch anders hinsetzen. So. Kennt ihr denn gute Headsets, die eine richtig geile Audioqualität haben und nicht so teuer sind? Wenn ihr da eins kennt, dann könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall Pokémon Go. Viele spielen das jetzt wieder durch die zweite Generation. Und wie gesagt, ich bin nach wie vor dabei und mittendrin. Und ich liebe dieses Spiel einfach. Das macht richtig Laune. Ich gehe den Trainer jetzt einfach mal aus dem Weg, weil ich schon so stark bin. Nicht, weil ich Angst habe vor dem Vorteil. Ach Quatsch, ich habe doch keine Angst. Da hinten ist nix. Die kann ich aus dem. Ist aber cool, dass man den Leuten aus dem Weg gehen kann. Ich hasse es. Echt. Wir wollen diesen Cut auf jeden Fall die Arena nochmal im Rocken. Ja. Auf jeden Fall diese scheiß Items. Ich habe jetzt. Einen ganzen Tag lang, gestern, habe ich den ganzen Tag Fokus-Stops gedreht, ohne Ende. Und ich habe ganz zum Schluss, nee, heute habe ich erst ein, Dings gekriegt. Wie heißt das noch? Ein Metallmantel. Und das war's. Das ist bitter. So, wie starten wir durch? Und Pokémon, zeig mal eben. Hat jemand das alte Metronom? Bericht. Beulenhelm, Giftstein, Münzamulett. Mit wem wollen wir da reingehen? Eigentlich mehr Wild, ne? Hier, Item geben. Wo ist der Metronom? Metronom. Warum der Metronom? Wenn man eine Attacke nämlich öfter hintereinander einsetzt, dann wird das stärker. Habe ich den Metronom überhaupt? Das wäre jetzt blöd, wenn nicht. Nee, oder? Oh, schade. Verdammt. Hätte ja so einfach sein können, ne? Okay, dann sortieren wir doch mal eben die Items. Ich hab. Wisst ihr was? Ich habe meinen DS-Stift wiedergefunden, ne? Und ich habe es jetzt gerade innerhalb von einem Part geschafft. Ach, da ist er ja. Ihn zu verlegen. Das ist so typisch Dengoku-Style. Einmal sortieren nach Kategorie. Okay. So, wo habe ich denn meine Dings-Items? Der Attacken vom Typ Geist verstärkt. Giftschicht, Silberhauch, Käferattacken werden gestärkt. Hirntafel, Wolkentafel, Erdtafel. Oh, willst du mich verarschen? Zurückschreckt. Geben wir dir das? Ich weiß ja nicht, ob du schneller bist als die anderen. Das ist das Problem. Oh, ist das behindert. Aber Silberdings kann ich auf jeden Fall hier unseren Landturm geben. Dann kriegst du jetzt einfach meinen Kingstein von mir. Jo, Münzamulett weg. Und Landturm kriegt dann geben. Bapp, wo bist du? Den Silberstaub. Dann machen wir auf jeden Fall unseren Dings stärker. Weil wie viel brauchst du denn noch, um Level abzukriegen? Kann ich dich überhaupt einsetzen?
Ja, ich könnte dich einsetzen. Mit wem starte ich jetzt durch, Leute? Das ist die Frage. Mirai muss sowieso aussteigen. Das funktioniert so gut. Ich liebe es. Lanturn und Mirai werden unsere MVPs. Versuchen wir es einfach. Ich bin guter Dinge. Los geht's. Und gleich werde ich in der Luft zerrissen. Ich sehe schon kommen. Warum kratzt du die ganze Zeit hier rum, du scheiß Headset? Oh, bla bla bla, Richtung Zukunft. Schwingen. Ich kann ja währenddessen schon mal gucken nach, WhatsApp hat sich gerade gemeldet. Was will WhatsApp denn? Ja, ich muss auch drücken. Moment. Arena-Leiter. Das nächste... Level 59 ist das nächste Level-Cap. Du bist Flugpsycho. Das heißt, ich könnte Knirscher oder Dönerzahn benutzen. Oder Eiszahn sogar benutzen für Knirscher. Toll. Das hat super funktioniert. Nam, 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 nam. Das hat gar nicht funktioniert. Vor allem ist die Verteidigung nicht mal gesenkt worden. Psychokinese. Tut mir das weh? Nö. Nam, 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 nam. Hoff mal lieber, dass dein Drecks... Warum kriege ich nicht den Drop? Ich bin langsamer, deswegen kriege ich auf jeden Fall nicht den Flinch. Ist klar. Wenn du überlebst, dann heile ich mich erstmal. Er hat überlebt, dann heilen wir uns jetzt erstmal. Er wird sich sicherlich auch heilen. Was habe ich gesagt? Wie viele Heil-Items pro Kampf? Ich habe keine Ahnung. 5? Das ist das Problem. Ich muss echt im nächsten Projekt mal besser aufpassen, welche Regeln ich da einbaue. Weil so ist das blöd. Dann benutze ich auch gut Glück. Ach komm, nehmen wir ein paar Items. Und dann ist die Challenge eigentlich verloren, obwohl sie, ne, halt, ihr wisst schon und so. Feuer. Vor allem Feuer. Angriff meine ich natürlich. Der will den Drop bei mir rausholen, ne? Aber ich krieg keinen Drop, er kriegt keinen Drop. Und vor allem, wenn wir jetzt Drop und nicht Drop. Ja, Reflektor ist weg. Benutze nochmal Reflektor. Bist du so schlau? Ja, natürlich bist du so schlau. Ah, oh, du bist so ein Held vom Erdbeerfeld. Das ist so bitter. Nom, nom, nom. Nom. Ah, da ist er ja endlich. Da ist er ja. Und jetzt krieg ich bestimmt auch den Drop. Ich werde auf jeden Fall gleich tauschen müssen. Ich bin schon wieder so geschwächt. Alter, gib mir einen Crit, dann hat sie... Wow, das ist aber gerade schnell gesunken. Im ersten Moment. Judy! Level 47. Fuck. Psiaugon, wir bleiben mal drin. Ach, das ist ja hier schon sein Super-Pokémon. Ich muss mich heilen. Was wirst du machen, ist die Frage. Was machst du? Mogelhieb. Ja, habe ich kein Problem mit. Ich habe mich sowieso geheilt. Von daher war das keine verschwendete Runde. Das war sogar sehr gut. So, wir machen weiter Knirscher. Jo, müssen wir. Wir haben noch 7 Stück Gedanken. Fuck. Der Reflektor ist aktiv, ne? Oh, wenn ich jetzt ganz viel Pech habe, habe ich ein Riesenproblem. Scheiße. Steigt. Ist plus 2. Das könnte schon wehtun. Verdammt wehtun. Da ist der Drop. Wirkung ist weg. Ich mach Reflektor. Spukball. Oh, wow, wow. Und tschüss. Jawoll. Oh mein Gott. Ich hab gerade richtig Kackstift in der Hose gehabt, ey. Fuck off. Lashoking. Okay. Dann gehen wir zu Lanturn, würde ich sagen. Wir können aber auch zu Serpi Royal gehen. Oder zu Flogges. Flogges ist auch immun gegen Psychoattacken, glaube ich. Und da haben wir auch Pflanzenattacken drauf. Versuchen wir es mit Lanturn. Einfach, weil wir es können. Wenn ich Pech habe, hat das wie eine Pflanzenattacke und dann habe ich ein Riesenproblem. Wobei ich bin auch Typ Elektro, ne? Von daher müsste das neutral effektiv dann sein. Ampelleuchte in dein Gesicht. Feuer!
niemals direkt verwirrt. Schlag dich selbst. Dein Ernst. Das ist so lame. Versuch mal Dönerblitzer mit Step drauf. Das ist ein Wasser-Pokémon. Oh, das hat sogar fast... Schlag dich selbst, komm. Ja! Ja! Okay, das war ein Heimspiel. Ganz einfach. Okay, das habe ich jetzt schwieriger eigentlich im Kopf gehabt. Hätte aber auch übel ausgehen können. Ohne Scheiß. Aber wir haben es geschafft. Ta-ta-ting-ting, ta-ting. So, nächstes Level-Cap ist Level 59. Ich habe gar keine Lust, jetzt noch ein Pokémon so hoch zu trainieren. Wir kriegen Gedankengut. Ja, Spezialangriff, Spezialverteidigung. Was? Sie ist eine Art Wegweiser an. Möchtest du zurück zum Angler? Jo, will ich. Warum soll ich nicht dann zurück wollen? Jo. Cool. So, zeig mir mal einen Gedankengut. Ich glaube, jetzt kriegen wir gleich erstmal eine Holo-Nachricht. Level 59, Leute. Unser nächstes Level. Können Serpi Royal und... Oh, Flogges. Du bist Spezialangriff sowieso mega hoch. Wunschtraum 90, physisch. Fassung Schaden zufügt. Nehmen wir das. Oder nehmen wir Blütenwirbel weg. Das Ding ist speziell ausgelegt. Können wir da lieber boosten. Und für dich muss ich nämlich erstmal Flug-Pokémon haben, dass wir ein bisschen rumfliegen können. Weil ich will den Zerschneider weg haben, weil dann kannst du nämlich auch Gedankengut kriegen. Und die anderen Attacken müssen wir auch irgendwann mal aussortieren. Das ist doch scheiße so. Aber Leute, all das und viel mehr beim nächsten Mal. Ach, ich wollte das doch gar nicht. Ja. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schalte wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pac-Man X. Ein Zeichen der Wonderlog Challenge. Scheiße. 5T. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Senpai.